Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kingdoms of Amalur. Ja, die Höhle war nicht so ergiebig. Also gut, klar kämpfen und so. Aber ja, sonst leider eine Enttäuschung. So, der will mir wieder den Abrechnungsmodus aufzwingen. Wo ist das denn da? Bannen. Das ist eine sehr laute Fackel. So. Oh, das ist ein Totenschädel. Schwer. So kommt man auch dran. Ich bin verflucht. Reagenzien. Warum bin ich gerade an der Truhe vorbeigelaufen? Wo hatte ich da meinen Kopf? Das ist so fies, weißt du, irgendwelche Erdhaufen werden als Truhen angezeigt, aber Truhen glaube ich nicht. Grobe Haut. Au, lass das. Wie kann man sich von Flüchen befreien? Oder hört das irgendwann auf? Noch so ein Boggart. Warum vibriert das hier noch? Ah, hat aufgehört. Ein Trüchen. Da ist wieder so ein Steinchen. Wie komme ich da hin? Wo laufe ich hier hin? Gnomische Expedition. Recht lohnenswert. Klar, der Wolf hat vier Dietriche dabei, warum nicht? Ehrlich gesagt, seid ihr nicht gerade krasse Gegner? Mein armes Inventarlimit. Ah, das ist schon fast wieder voll.
Sieben Raffinesse noch, alles klar, das, was? Ja gut, okay. Ach, die Ru ach so. Oh, wir schließen gerade ein paar Quests ab, ne? Oder zumindest machen wir ein paar so nebenbei. Warum noch selber öffnen? Hauptbuch des Kriegsgeweihten. Bei diesen Leichnam finden Sie ein Schildring für das Hauptbuch des Kriegsgeweihten. Die Einsatzbefehle nehmen. Ja. Ich lese erstmal. So einfach Farmor, so formidabel Blutgebein. Einst Begleiter Ysas, nun Feind des Hofs. Einst geliebter Eras, dann Todbringer. Nun auf ewig im Verfall, auf ewig verflucht. Nie wieder im großen Kreislauf, auf ewig allein. Ja, das hat's irgendwie gut, dass nicht ihr so. Hier seid. Ich dachte schon fast, ihr wärt nur ein Hirngespinst gewesen. Willkommen bei den Ruinen von Delach. Die Augen. Ich bleibe dabei, ihr seid verrückt. Ist das der Ort? Ja. Es mag nicht sonderlich beeindruckend wirken, aber in diesen Ruinen befindet sich das Theater des Schicksals. Das alte Zuhause der Schicksalsweber. Kommt mit mir. Niemand kann sagen, was uns dort unten erwartet. Schicksal auflösen. Indem du das Schicksal auflöst, kannst du für einen bestimmten Preis all deine Aktivitäten, Talente und Schicksal zurücksetzen. Nee. Gut. Dies sind die Ruinen des Theaters des Schicksals. Hier haben die ersten Schicksalsweber gelernt, das Gewebe zu deuten. Und sie haben uns ihre Weisheit im Schicksalsstein hinterlassen. Ich hoffe, der Stein kann mir sagen, was ihr seid. Das würde mich auch sehr interessieren. Gehen wir rein. Ja, mach mal. Eigentlich habe ich noch einen Auftrag. Das wiederum brauche ich. Wichtig. Ganz wichtig. Ach, wir können schwimmen. Stimmt, habe ich voll vergessen, hätte ich gesagt. Nur ein Edel. Zu Eggnog. Eggnog. Oh, mit Mitaros Schutz scheine ich sogar zu heilen. Das ist cool.
kann auch sicherlich gleich wieder alles, ja. Warum sind die denn nicht ausgerüstet gewesen? Achso. Beherzte Halskette. Halskette der Konservierung. Mhm. Ja gut, Konsumgut. Gemmen haben wir auch echt viel. Wir haben insgesamt sehr viel Gegenstände, gell? Das ist ein glänzender rein Silbers. Uns das alles irgendwas bringt? Ich stört, dass es keine Truhe gibt oder sowas, wo ich solche Sachen unterbringen kann. Gedärme finde ich gut. Was? Oh oh. Was? Ja, der war schon stark. Und ich habe keine Ahnung, wo er das Spiel gespeichert hat. Uiuiui. Er hat den Talisman noch nicht gefunden, ne? Das hatten wir ja schon. So einfach Famor, so formidabel Blutgebein. Einst Begleiter Ysas, nun Feind des Hofs. Einst Geliebter Eras, dann Todbringer. Nun auf ewig im Verfall, auf ewig verflucht. Nie wieder im großen Kreislauf, auf ewig allein. Gut, dass ihr hier seid. Willkommen das können wir alles überspringen. Von Delach. Ja, kommt mit mir. Niemand kann sagen, dies... Ich hoffe, der Stein kann... Gehen wir rein. Ja, geh mal rein. Thank you.
Boggarts, ey. Jetzt haben wir den Ring wieder, oder den Talisman, oder was das jetzt war. Aber gegen diesen Ettin kommen wir noch nicht an, glaube ich. Ja, ich nehme nicht die Robe, weil ich glaube, die macht insgesamt, hat die nachher weniger Rüstung. So, ich würde jetzt einfach mal diesmal hier mit reingehen und mit dem reden. Mal gucken, was passiert. Seit dieser Ort verlassen ist, haben sich hier einige seltsame Bestien niedergelassen. Bleibt nahe bei mir. Dieser Ort ist schon so lange verlassen, dass einige Schicksalsweber glauben, er sei nur Legende. Wenn du dich heilst, kannst du das auch bei mir machen. Okay, die Ettin haben sich hier also festgesetzt. Looten, looten.
aber nicht allzu viel bluten. Mitnehmen. Der Vater kann uns das gesamte Gewebe des Schicksals enthüllen. Und wir können nichts tun, um es zu ändern oder seine Schrecken zu verhindern. Nun, zumindest können es die meisten von uns nicht. Was war das denn gerade? Der Shepherds Helm hat ausgedient. Krass. Shepherds Helm. So. Alter Finne. Und auch der Junge. Bisschen Gold abstauben. In diesen Jahren, die ich mich hinter einer Flasche verkrochen habe, ist es gut, mal wieder ein wenig Aufregung zu erleben. Wenn auch zum letzten Mal. Abwarten. Ich bin ja noch ein bisschen da, ne? Ich sorg noch für genug Aufregung.
Tja, wir werden hier bestimmt mit einem Level-Up rauskommen. Hier war gerade was. Oh ne, ist diese Aska. Weichkrabbler-Pulver. Okay, die sehen das aus irgendeinem Grund nicht, wenn der Kumpel neben ihnen stirbt. Und da ist wieder so ein Gefäß. Oh, die Kobolde kämpfen gegen die Ettins, so wie es aussieht. Das ist interessant. Ah, geil. Er rennt halt einfach rein. Entschuldigung. Oh, es gab ordentlich XP, EP. Stufenaufstieg. Ja, ich würde wahrscheinlich tatsächlich auf den Handel nochmal weitergehen. Dann natürlich auf Raffinesse. Aktiv an eine gefährliche Gifte, die vor sich auf all deinen Klingwaffen und Fallschwellen. Bestätigen. Ein Duellant. Hüter. Nee. Ich bleib beim Wanderer. Oh, wir können sie jetzt tragen. Ja, ich weiß doch. Wir sind fast da. Oder zumindest dort, bis wohin ich euch bringen kann. Was? Ich habe das hier gesehen. Diesen Moment. Es tut mir leid, mein Freund. Weiter kann ich euch nicht bringen. Oh.
Ich kotze ab. Ich bin noch am Leben. Er sollte eigentlich... Habt ihr auch nur die geringste Vorstellung, was ihr da getan habt? Mit welchen Mächten ihr euch einlasst? Die Augen. Ich hab das Schicksal verändert. Ihr habt alles verzehrt, was er war. Alles, was er noch tun würde. Ihr habt das Gewebe des Schicksals selbst verändert. Euretwegen gibt es Taten, die er nicht vollbringen wird. Kinder, die er nicht zeugen wird. Opfer, die nicht sterben werden, wenn sie es sollten. Ja, er hat versucht, uns zu töten. Ja, dessen bin ich mir bewusst. Aber niemand kann sagen, welchen Schaden ihr anrichten könntet, wenn ihr nicht vorsichtig seid. Ihr seid weitaus gefährlicher, als ich angenommen hatte. Wir müssen euch umgehend zum Theater des Schicksals bringen. Okay. Macht keinen Lärm. Wir sind hier nicht... Ja, lauf. Ich bin überladen. Und kann nichts verkaufen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, aus welcher Richtung wir jetzt kamen, aber... Ja, ich weiß es nicht. Kommen wir von hier? Du kannst mir ruhig helfen, das wäre echt eine coole Nummer. Bin ich eine Treppe runtergegangen? Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt in die Richtung. Das hier kommt mir zumindest nicht bekannt vor. Glaube ich. Loot. Okay. Ich brauche mehr Tragekapazität. Ob er wirklich hätte sterben können. Das wäre interessant gewesen. Das Theater des Schicksals. Ich hätte nie gedacht, es mal mit eigenen Augen zu sehen. Wow. Theater des Schicksals, so ein toller Name, ehrlich gesagt. Nur. Ich bin so ein Blockmuffel, ne? Das geht gar nicht. Ich suche immer noch nach Loot, obwohl ich weiß, ich kann sowieso nichts mitnehmen.
Na dann. Oh, ein Ladebildschirm. Der rennt weg, alles klar. Ich würde aber sagen, wir machen hier erstmal ein Folgenpäuschen und sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.